Liebe Freunde, hier sind Amanda und Sebastian Reich. Mit der Haus. Was habt ihr gesagt? Geh jetzt mit Haus. Wunderschönen guten Abend. Ich krieg mich auf. Nein, beruhig dich doch einfach. Herzlich willkommen. Ich krieg mich auf. Geh jetzt auf. Ich. Nein. Hallo. Schluss. Aus. Was ist denn? Aus. Schluss. Aus. Der sagte, begrüßen Sie Amanda und Sebastian Reich. Ja. Ich heiße doch nicht wie du. Das hat doch gar keiner behauptet. Das hört sich aber so an. Das hörte sich jetzt an wie, begrüßen Sie das Ehepaar Amanda und Sebastian Reich. Ich krieg die Krise. Kein einziger Mensch würde auch nur ansatzweise glauben, dass ich dich jemals heiraten würde, ja? Ach, das ist ja höchst interessant. Ich hab dich doch nur verarscht. Ich würde doch niemals einen Kerl heiraten, der mit Puppen spielt. Nein. Ich wage jetzt einen letzten Versuch, dir zu erklären, was Glück ist, ja? Glück wäre zum Beispiel für dich als ewiger Single. Du sollst damit aufhören? Glück wäre für dich als Single, wenn heute hier an den ersten beiden Tischreihen für dich hübsche, attraktive Männer sitzen. Dann habe ich heute ja schon mal Pech. Also ich bitte dich. Also komm. Thomas! Lass nicht dein Glückskeks sein! Bitte, warum denn das? Da muss er mich auspacken. Nein, jetzt bitte. Es wird hier nichts ausgepackt. Bitte lass den Thomas machen. Gottes Willen. Wir schauen jetzt einfach mal nach, was die Leute hier so geschrieben haben. Schau mal, zum Beispiel die Charlotte, die kommt aus Zeukendorf, ist 11 Jahre alt und die schreibt auf die Frage, was macht dich glücklich? Mein Pferd. Was? Mein Pferd. Hat er was vergessen? Was? Nie. Pferd. Nie Pferd. Nein. Ja, dann einen wunderschönen guten Abend, Herr Nick. Ich freue mich, dass Sie hier sind. Sie sind unser Experte zum Thema Glück. Ich bin ganz aufgeregt. Ich bin mir sicher, Sie können uns viele Fragen beantworten zum Thema Glück. Nö. Es muss aber doch irgendetwas geben, was Sie in Ihrem Leben schon mal glücklich gemacht hat. Ich überlege mal. Ich singe gern. Sie singen gern? Fortuna muss verrückt sein, oder? Picknick! Das ist Ihr Applaus. Vielen Dank. Sonst hast du auch noch alle Lappen am Zaun, oder? Bei Ingolstadt, ich hab hier einen Pfeil und Bogen und keine Langstreckenrakete, ja? Entweder du suchst hier Helen aus oder Janisch. Beruhigen Sie sich, dann nehme ich halt den Thomas. Zweite Wahl ist auch okay. Sag mal bitte. Was ist denn das eigentlich für ein Klon da hinten? Das ist mein Stalker. Verfolgt mich schon mein ganzes Leben lang. Ich krieg ihn nicht los. Ja gut, wir können ja mal... Wollen wir singen? Wir? Soll ich auch mitsingen? Ja, wenn es denn sein muss. Komm, wir probieren es einfach mal aus. Mach einfach mal. Okay, wer fängt an? Na, fang du an. Okay. Der Chor ist dabei. Alles klar. Leg los. Leider singt Sebastian mit, singt Schubidubidu. Glaubst du, schlimmer kann's nicht kommen, kommt ein Nilpferd angeschwommen, singt Schubidubidu. Verschwört sich alles gegen dich, dann lässt ein Freund dich nicht im Stich, singt Schubidubidu.